Und natürlich geht es weiter. Das ist ja wohl klar. Nehme ich natürlich mit für den Fall, dass ich es verkaufen kann. Oh, was ist denn los? Vom Alexander Barnabas, den Bekloppten. Der Name gefällt mir. Das konnte er natürlich nicht. Er hat voll ins Feld geschissen. Warum nicht? Ach, machen wir doch vorher noch mal ein bisschen. Naja, machen wir den Träumer fertig. Ich kann nicht anders. Und ich meine, ist ja auch hier in der Nähe. Von daher kann man das schon mal machen. Ich habe ja hoffentlich alles, was ich brauche. Warte mal, der Weg zeigt, dass ich hier lang muss. Da ist er, der Gute. Hallo, du. Au. Na komm her, du Lümmel. Au!
Au. Triff einen Troll mit seinem Felsen. Na komm her, du Lümmeltüte auf zwei Beinen. Wow. Der Kampf. Ich hätte keine Ahnung. Lernfortschritt. Etikette war wohl etwas ehrgeizig für den Anfang. Wir müssen zunächst die Grundlagen des Nichtzermalmens vermitteln. Das behalte ich im Kopf. Aber fahre trotzdem mit dem Lehrplan für Woche 2 fort. Noch sehr aggressiv. Woche 2. Haben nur ein paar Grunzlaute erreicht. Noch sehr aggressiv. Das Temperament ist das Richtige, aber die Schläge sind ziemlich unkoordiniert. Irgendwie noch aggressiver? Trollunterrichtsplan, Sozialverhalten und Etikette. Bitte, danke, entschuldigen Sie, Verzeihung. Einer Kräuterhex war der Spruch zu komplex. Das war's mit dem Gewächs. Redekunst. Ich hätte erst mal gesagt, er soll sich benehmen. Treffe einen Troll mit seinem Ge Felsen. Ja, wie? Das hier? War das ein Felsen? Ich habe keine Ahnung. Naja, muss ja auch nicht jede Herausforderung meistern. Diesbezüglich passt das ganz gut. Der Grund, warum ich jetzt ein bisschen vorproduziere an Videos, ist erstens möchte ich wieder ein bisschen Regelmäßigkeit in meinen YouTube-Channel reinbringen. Auch wenn es in meinen Augen nicht viel bringt, um ehrlich zu sein, weil. Obwohl Hogwarts Legacy lief im Vergleich ganz gut. Das muss ich tatsächlich gestehen. Hat mich überrascht. Aber auch ein bisschen motiviert. Na, die ist super. Ich mag die. Die ist einfach lebensfroh. So, Mäuschen. Aber ich dachte, die. Naja, dann musst du es nicht machen, ne? Na gut. So, hier gibt's doch noch nicht identifizierter Gegenstand. Nimm mich doch gleich mal mit, was ich kann, oder? Geht mal einfach mal rein, kann man ja mal machen. So. Dann haben wir doch den Troll auch mal nebenher besiegt. Das ist doch ganz gut. Trotz alledem würde ich jetzt gerne mit der Familiengruft weitermachen. Graf Wallner von Hallodri. Ich hätte mich einfach der Bekloppte nennen sollen. Einfach, weil es lustig ist. Was ist das?
Base Familiengruft ist doch hier. Ah, der führt mich dahin. Ach, das ist eine Kuh. Ich will auf jeden Fall noch hoch. Da gibt es was zu finden. Eine kleine Schatztruhe. Yeah! Jupp bei die und jupp bei do. Die Truhen plündern macht mich froh. Haribo macht Kinder froh. Und mein Arsch brennt lichterloh. Was gibt's hier? Weg mit dir, komm her! Alter, einfach. Was war das denn? Trificus totalus. Acht Beine sind eindeutig acht zu viel. So, hier ist noch eine Merlinsprüfung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die interessieren mich nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob es da was richtig Krasses gibt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da was habt. Die arme Kröte, die wehrt sich nur nicht mal. Blutegel und Sumpfkratterzunge. Ah, oh, Knuddelmuff. Ich habe von denen eigentlich genug. Also von daher brauche ich die nicht zwingend. Da, 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 da. Hallo, Eule. Ach ja, dann wollen wir mal zur Familiengruft. Ich bin aber überlegen, ob ich hier einen kleinen Stopp machen soll. Dann können wir die nämlich komplett als Stück machen. Das machen wir. Wir machen diesen Part jetzt kleiner. Und dafür machen wir die Familiengruft am Stück. Das ist doch ein Deal. Bis dann.